Tor, Knoten. 31. August 1992, Sarajevo. Wenn du hungrig bist, spürst du keine Angst. Wenn du Angst hast, spürst du keinen Hunger. Seit Tagen liegt ein großer Teil unseres Kellers in Schutt. Es ist nur noch dieser eine Raum unversehrt geblieben und wir sind so viele. Deswegen sitzen wir so nah aneinander gequetscht, dass man nicht mal mehr unsere Schatten, unseren Atem, unsere Körperteile auseinanderhalten kann. Wir schweigen. Unsere Körper sind jung, alt, groß und klein. Sie sind weiblich, männlich, tierisch, kindlich. Unsere Schultern halten die Köpfe der Alten, unsere noch übrig gebliebenen Kinder, liegen auf unseren Schößen. Die Alten und die Kinder sind seit längerer Zeit in einer Art Dämmerschlaf. Wir tun alles, um sie nicht aufzuwecken. Wozu auch? Wir schweigen. Wir sitzen auf dem kalten Betonboden, so dass jeder jeden sehen kann. Unsere verflochtenen Beine kommen in der Mitte des Raumes zu einem einzigen Knoten zusammen, der mit jeder Detonation, jedem Erzittern der Kellerwände verkrampfter wird. Unsere Füße sind kalt, schmutzig und abgestorben. Schon lange sind sie nicht mehr gelaufen, haben nichts gesehen, haben uns nirgendwo hingetragen. Seit Tagen kommen wir nicht mehr hier raus, seit Tagen wissen wir nicht, ob Tag oder Nacht ist. Wir sitzen hier ohne jegliches Zeitgefühl, wir sitzen in einem Nichts. In der Ecke steht eine Kerze, sie beleuchtet unser großes Nichts. Durch das große Loch in der Kellerwand sehen wir, wie der Regen fällt, hören den Donner. Wir können das Donnern des Himmels und das Donnern der fallenden Granaten nicht voneinander unterscheiden. Wozu auch? Wir zittern weiter. Unser Knoten wird fester. An einer unsichtbaren Grenze zwischen unserem Keller und der Außenwelt, die am Eingang des Lochs beginnt, hat sich eine Gruppe Ratten versammelt. Ihre Schwänze bilden auch einen Knoten. Wir wissen nicht, wieso sie gekommen sind. Sie waren plötzlich da. Weil es draußen regnet, weil es draußen kracht oder weil sie unsere Angst gerochen haben, unsere zerfallenden Körper, weil sie wissen, dass es bald was zu fressen gibt. Unsere Körper schrumpfen in sich zusammen, nur unsere Augen werden immer größer, als ob sie für unsere wachsende Angst und den nagenden Hunger Platz schaffen müssten, die abwechselnd daraus herausblicken. Die Angst ist so groß, dass wir nicht wissen, wo wir sie in unseren Seelen, unseren Körper unterbringen können. Unsere Körper zucken unkontrolliert vor sich hin, die gehören uns nicht mehr. Wozu auch? Wir warten. Nicht darauf, dass draußen der Regen und das Töten aufhört, sondern dass unsere Körper endlich verstummen, wir keine Angst und keinen Hunger mehr spüren. Unsere Kinder und Alten sind schon verstummt, sie haben nicht mal mehr die Kraft zu zittern. Ihre Körper hängen an unseren zuckenden Körpern. Jemand fragt, welcher Tag ist heute? Wie spät ist es? Der Alte, der nie schläft, sitzt zwischen zwei uns unbekannten Frauen gequetscht, die wir gestern in unseren Keller aufgenommen haben, und sagt, man braucht die Zeit nur dann, wenn man laufen kann, um rechtzeitig von A nach B zu kommen. Wofür brauchen wir Zeit? Was nützt es uns zu wissen, dass heute der 31. August und es 20 nach 4 ist? Weiter Stille. Plötzlich denke ich, mir nützt es. Heute vor einem Jahr war ich mit meinen Freunden am Strand und ich weiß, nächstes Jahr will ich wieder an diesem Strand sitzen. Ich sage nichts, habe aber längst begriffen, dass derjenige, der die Kraft hat, sich zu erinnern, überleben wird. Ich erinnere mich an den Geruch des Meeres, an den Klang des Lachens der Menschen am Strand. Ich ertrage dieses Zucken nicht mehr, uns auf diesem Boden, unseren Todesgeruch. Ich löse mich aus dem Knoten und stehe auf. Ich kämpfe mich durch die Körper zu dem Loch. Ich will die Ratten wegscheuchen. Mit der Zeit habe ich gelernt, über menschliche Körper zu laufen, ohne auf jemanden zu treten, auch wenn ihre Körper so dicht aneinander gepresst sind. Braucht jemand Platz, entsteht plötzlich von selbst ein freier Raum. Als wären all diese Körper ein einziger großer Körper, der, obwohl er halb tot ist, immer weiß, dass eines seiner Gliedmaßen Platz braucht.
Ich laufe. Sie machen mir Platz. Meine Füße werden wieder etwas wärmer. Ich verscheuche die Ratten. Wieder Schweigen.